Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Was lachst du so dreckig, ey? Ja, das kam jetzt mit Gefühl, so, weißt du, die Macht. Das war kein Gefühl. Ey, ich war gestern Erster, ja, das ist doch die Macht, die in mir ist. Auf jeden Fall, ich grüße euch, liebe Zuschauer, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht's weiter hier. Wir sind jetzt diesmal Rebellen, müssen verteidigen, und mein treuer Diener und Partner, Onkel Gamerstecker P, ist mit dabei. Hallo. Und der war um Platz 14 oder so, ihr wisst ja, aber so ist er nun mal. Nee, Quatsch. Geh mal los, oder was? Ja. Bereit, tritt. Ah ne, Beitritt steht da. Bereit, tritt. Gibt doch ein Problem. Wieso? Es wird, wir können ja gar nicht machen, weil er wartet auf Spieler, 27 Stück. Ach so, ja, dann gehen wir raus. Hier will keiner mehr spielen. Dann gehen wir raus. Ich kann das Einzige, was ich nur anbieten kann, ist, ich könnte anbieten. Ich guck mal schnell. Ich bin jetzt mal wieder im Menü. Ich glaube, Jakku ist. Das laber doch mal nicht. Jakku müsste fertig sein, glaube ich. Dann könnten wir Jakku machen. Plus Jakku. Aber ich guck gerade. Ich bin jetzt rausgegangen, weil wenn das voll ist, ist ja Quatsch. Dann müsst ihr eh Spiel nicht starten. Ach so. Nee, kann so. Jakku wird ist offen. Ist drin schon. Ja, ich kann alles machen. Wendepunkt, alles offen. Okay, ja. Machen wir Wendepunkt gleich mal. Ja. Dann gehen wir direkt die neuen Spielmodi. Ja, lad mich einfach ein. Du weißt ja, wie das läuft. Es lädt dich von alleine ein. Genau, du weißt ja, wie es läuft. Gut, Leute, dann seht ihr heute Jakku, Schlacht von Jakku. Oder was auch immer für Punkte davon passiert. Die imperiale Flotte verteidigt sich gegen einen entschlossenen Angriff der Rebellen auf Jakku. Mhm. Ich bin da. Du? Ja, ich komm. Ich auch. Ich bin, bin Rebelle. Ich da. Rebelle. Sind wir jetzt an dem Team? Da oben. Ja. Boah, die Map sieht ja normalerweise mega aus. Ja. Friedhof der Giganten. Ja, das ist eigentlich wie alle anderen, wir müssen ja irgendwie so Punkte einnehmen. Ja, stimmt. Ja, ist halt eine Map, ne? Aber die hat, glaube ich, auch oben im Himmel, so wie ich sehe, was? Große Schlachten. Ja, das ist halt ein Jakku, ne? Eigene Map? Ich sag, eine eigene Map ist das. Das ist eine eigene Map. Guck mal, aber ich sag gerade, der Himmel ist ja voller Laserstrahlen und dicken, fetten Schlachtschiffen. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach dahin und wir werden 15 Minuten uns den Himmel angucken. Was haltet ihr davon? So, okay. Gar nichts, oder? Ich gehe mal rein ins Spiel. Wieso bist du noch nicht drin, ey? Ich meine, ich bin noch nicht drin. Das dauert beim Laden bei mir so. Ich habe auch die PlayStation 4. Kann man ein bisschen schneller laden. Hast du eine Highspeed PlayStation 4, oder? Nee, aber ich habe besseres Internet. Ach so, daran liegt's. Ah, okay. Dann nehme ich es zurück, die PlayStation ist so gut. Das andere ist, meine Internetverbindung ist ja, sagen wir mal, scheiße. Wenn wir es mal ausdrücken wollen. Tipps, versuche möglichst tief zu fliegen, um unachtsame Gegner auszuschalten. Aha, aber wenn ich tief fliege, knalle ich immer gegen. Alter, ich gehe hier über den Hügel drüber und werde sofort abgeknallt. Aber ich sofort. Bin immer noch im Ladebildschirm, jetzt komm, jetzt lass mal langsam mal hier den Gamer raus, ey. Was ist denn da los, ey? Ohne ja. Witz, bis das geladen ist, ist ja der Weihnachtsmann vom Baum gefallen. Baum? Und wieder hochgeklettert. Boah, ich bin immer noch bei Tipps, Tricks und die Hose runter. Ja. Okay, wir gehen den Friedhof durch. Was sehen wir? Ein Sternzerstörer, der am Boden liegt. Er hat sogar noch die Düsen an. Auf dem Boden sind viele kleine AT-ATs zerstreut. Und wir haben Sand. Können wir also eine Burg bauen? Ich bin immer noch am Ladebildschirm. Ach, da kommt, da ist doch ein Fehler, ey. Da stimmt doch wieder was nicht. Was ist denn da jetzt wieder los? Och Mensch, kann man nicht einmal vernünftig zocken hier wie ein normaler Mensch? Nö, nicht mit mir. Ja, ist das herrlich, oder? Wir haben heute den Part, wie ich nenne ihn, den Wendepunkt. Ja, das ist echt ein Wendepunkt gerade hier. Soll ich mal raus und wieder rein? Was ist denn da jetzt los? Ich habe bald alle Tipps durch. Ja, meine Lieben und Herren, in diesem Part könnt ihr alle Tipps unten lesen. Komplett 350 Tipps, die aufgezählt werden, können wir jetzt nacheinander uns durchlesen, weil der Ladebildschirm geht bis morgen früh. Ja, ich bin immer noch drin, also es scheint so, als hätte ich einen Fehler. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit den Leuten los? Wieso? Die stehen neben Feier. Yo, was soll ich tun, Onkel? Ich kann nichts machen, ich bin immer noch Ladebildschirm, also da kann ja irgendwann schon. Du musst halt mal spielen, weil er so wieder reinkommt. Ja, kann ich denn so beitreten bei dir? Dann bin ich jetzt mal auf Anwendung schließen, meine lieben Damen und Herren. Ganz kurz, ich starte direkt das Game wieder, aber das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt 3 Stunden ein Ladebildschirm laufen lasse. Ach Mann. Naja. Ihr
Schlacht und was da so abgeht. Spürt ihr das? Onkel, sag mal was darüber. Wie ist es so? Nee, ich sag doch gar nichts. Ja, eben. Das ist ja das. Nee, ich sag auch nichts. Willst du bei mir gucken? Wundervoll. Ja. Ich bin jetzt gerade wieder ins Game rein und ich sehe gerade. Ich wurde gerade abgeschossen. Kannst du mich einladen? Wie soll ich dich denn einladen, Rivano? Indem du mich einlädst. Ich guck mal. Partner auswählen? In Party einladen? Habe ich dich doch schon. Achso, bin ich sogar drin. Kann ich da beitreten? Warte, ich müsste dich mal noch. Ja, ich komme. Ich komme! Ja, Spiel so, ich ist dich voll. Ich hab dich. Du musst Dreieck drücken. Hab ich. Ich bin dein Partner. Aber das Spiel ist voll. Du bist Spieler 1 von auf der Warteliste. Okay, das heißt, wenn einer rausfliegt aus Versehen, kann ich reinkommen. Aber die Chancen werde ich wahrscheinlich nicht haben, ne? Keine Ahnung. Du bist Spieler 1 von 1 auf der Weltkarte. Sonst, liebe Freunde, wenn das jetzt überhaupt nicht läuft, jetzt wir haben jetzt schon, na gut, sind erst 6 Minuten, noch kann ich durchgehen. Aber wenn da jetzt gleich 15 Minuten stehen und ich habe noch nichts gerissen, dann werdet ihr wahrscheinlich die Spielsicht von Onkel sehen bei mir. Weil dann habt ihr wenigstens was zu sehen, ey. Das ist ja scheiße, ey. Die ganze Zeit nur Ladebildschirm. Spiel ist voll. Du bist Spieler 1 von 1 auf der Warteliste. Ja, ist ja schön, dass ich die Nummer 1 bin. Ne, wie war das? Ich bin die Nummer 1 von den Letzten, oder? Ja, und sonst, Onkel, was treibst du so? Kannst du ruhig mal ein bisschen was... Ich werf gerade eine gerade... Aua. Ich quatsche gerade mit R2D2. Der guckt mich gerade so an. Ganz entsetzt. Kannst du jetzt rein? Nein. Du bist sonst starte ich nämlich auch das Spiel einfach nochmal. Aber ich bin gerade so gut. Du bist Spieler 1 von 1 von der Warteliste. Liste. Ach Mann, ich glaube, da geht keiner mehr raus. Du kannst voll vergessen, ey. Wenn mir sagen jetzt die ganzen Punkte weg, wenn ich rausgehe, komm, scheiß drauf. Ich gehe wieder ins Menü. Hat keinen Sinn. Beenden. So. Ich denke mal, es liegt einfach daran, weil der Patch ja vorhin während des Games hochgeladen wurde. Oh Mann, ich war gerade so gut, ey. Ja, du bist immer gut, Onkel. Du bist deine Mutter Meine Mama ist auch gut, ich weiß das. Ja, das sind diese normalen Standard-Mama-Witze, die gibt es ja auch überall im Internet zu lesen. Oder Chuck Norris-Witze oder Franz Beckenbauer, habe ich jetzt einfach so erwähnt. Und Onkel-Witze. So, ich bin drin. Ja, ich komme. Ja, du musst mich wieder einladen mit Dreieck. Nee, du musst doch. Mich... Was? Ja, du weißt doch, reinrufen, ich sehe nichts. Das macht es schon alleine. Negativ. Jetzt kannst du. Sag ich doch. Dritte bei! Ja, ich bin dabei! Warum hörst du einfach nicht auf mich? Warum laberst du immer und laberst du immer und laberst? Online-ID heißt einer da. Ach nee, die heißen beide Online-ID. Friedhof der Giganten, nach der Zerstörung des zweiten Todessterns bündeln die immer noch mächtigen imperialen Flotte ihre Gesamtkampfkraft in die Waffenfabrik auf Jakku. Also das habe ich mich tausendmal verlesen in einem Satz. Die Rebellen haben die Basis allerdings entdeckt und bereiten nun einen Angriff vor, der den Krieg ein für alle Mal entscheiden könnte. Das habe ich mindestens 6 Minuten vorhin gelesen. Könnte. Ja, aber ja, nicht. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, ich sehe den Ladebildschirm. Der Wendepunkt. Yeah. Komm, wir singen zu. Ja, ich bin drin. Okay, da war vorhin einfach nur der Bug, weil das Spiel. Okay, da war ich mal hier einfach auf Spiel starten. Oh mein Gott, das ist so wundervoll. Oh, ich habe was Neues. Was haben wir denn da? Kontaktgranate. Auch cool. Also ich bin schon drin, ne? Im Spiel. Ja, ich komme ja. Ich komme. Obi-Wan, ich komme. Ja. Boah, die Map sieht so übel geil aus, dass die echt schon übel geil ist. Partner starten. Und du bist mein Partner diesmal. Es ist, ja wie Weihnachten und Silvester zusammen. Mhm. Okay, da hinten. Also wir sind Rebellen. Das habe ich jetzt schon verstanden. Und yeah, ich hab einen Gegner besiegt. AT-ST habe ich gekillt. Holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Yeah, wir sind echt übelst drauf, wir beide. Wir sind... Oh nein, oh Gott. Oh nein. Mir ist aufgefallen, dass ich immer noch gar keine... Ich kann nicht schießen, verdammt! Boah, schöne Map, Leute. Schaut euch das an. Das sieht ja wohl mega geil aus, wie das... Boah, guckt euch den Himmel an! Oh mein Gott, die Laserstrahlen. Das ist ja voll... Der ganze Himmel ist ja voller Laserstrahlen. Sowas sollten die mal im Film zeigen. Ey. Mann, die machen immer so geile Dekos da oben. Sowas will ich im Film sehen. Mann. Ich muss den Lukas mal anrufen. Tot. Ich muss dir mal sagen, wie so ein Film ablaufen soll. Das geht gar nicht. Und dann werde ich noch Disney. Ja, das ist fahren. Ja gar nicht. Das ist ja. Die Map hier spielt er jetzt gerade nach.
den alten Star Wars Film und vor dem neuen Film. Ja. Vielleicht kommt das ja in so einer Spin-Off. Das wäre ja echt cool, wenn das so in der Spin-Off mal so eine geile Schlacht kommen würde. Das wäre auf jeden Fall Spin-Off-mäßig geil. Spin-Stuff? Spin-Off. Ja. Und, ja. Sehe ich auch so. Ja, auf jeden Fall. Was denn? Ja. Weil man nämlich im normalen Film, das kann man ja sagen, ist ja kein Spoiler, liegt das Ding einfach so als Schrott rum da, was ja auch noch leuchtet. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Oh nein, jetzt habe ich gerade grandios daneben geschossen. Kennst du das Gefühl, wenn man daneben schießt? Ja. Der Gegner dreht sich um und er schießt dich ab. Oh. Ich finde, dass die Rebellen echt lustig aussehen. Was ist jetzt hier für eine Waffe eigentlich? Was ist eigentlich unser Missionsziel? Ich habe da drei dicke Pfeile und einen roten Punkt. Was müssen wir jetzt hier über Europa? Siehst du doch, Eroberung. Ach so, nur Kontrollpunkte einnehmen. Oh, das ist nicht nur Kontrollpunkte einnehmen. Das ist die letzte entscheidende Schlacht. Das ist wichtig. Ja, ja. Da kannst du doch nicht sagen, wir machen nur Kontrollpunkte einnehmen. Ja, ich bin eh Imperium-Fan, so weißt du. Aber wir sind... Achso, ja, das passt ja. Oh, ich wurde getötet. Also, Revano ist auf Deutsch gesagt ein Nazi-Fan. Nein, Quatsch. Ich mag dir einfach die böse Seite. Ja. Also, wenn sich genauso aufbaut wie die Nazis und dir gefallen dann also auch die Nazis. Ich würde auch nicht Star Wars als Nazi vergleichen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Wer sagt Star Wars Nazi ist? Bist du bescheuert? Ja, hast du gerade gesagt? Nein, ich habe gesagt, das Imperium ist aufgebaut wie die Nazis. Ich habe nicht gesagt, dass Star Wars Nazi ist. Ja, das gehört aber dazu, das Imperium. Ja, und ich bin dagegen, gegen das Imperium. Gegen Imperium. Magst du Imperium? Den nicht? Nee. Okay. Ah ja. Warum sollte ich die Bösen mögen? Keine Ahnung. Ist ja nur ein Spiel. Ja, und das ist nur ein Spiel. Das siehst du mal, ach, das ist ja nur ein Helm und ach, das ist ja nur eine Waffe. Aua, wir haben verloren. Ja, so steigert sich das und irgendwann bist du dann ein Muddy-Killer. Oh, wir haben beide 4, okay? Aber ich habe 4 Tote auch. Oh Gott, ich bin so schlecht! Lalalala. Na, wir sind ja auch am Ende reingekommen. Wir müssen mal von Anfang an starten. Dann läuft der Hase auch. Also eins machen wir noch und dann das Schakuckel. Ich habe ja jetzt gar nichts gemacht eigentlich. Das mit dem Jakku ist echt cool, muss ich sagen, ja? Ja, Jakku ist Jakku. Diesen Modus hier, aber ja. Mir macht aber mehr Spaß natürlich bei den Rebellen, aber. Weil hier echt das Imperium leidet. Der Map. Naja, aber die haben ja gerade gewonnen. Bist du auch gerade im Ladebildschirm? Ja, okay. Wir haben gewonnen. Wir haben verloren, da stand doch Niederlage. Quatsch. Ist sicher? Quatsch. Ach, guck dir das Video an. Was siehst du das? Eine ganz große Aufnahme. Verloren. Ja. Aha. Okay, wir machen mal jetzt hier. Die will ich auch hier haben. Mhm, ich habe mal eine Waffe gekauft für viel Geld. 1550. Ich habe jetzt eine, die mir richtig gut gefällt. Die will ich auch haben. Ja, ich habe eine ausgerüstet. Ich habe jetzt mal das fette MG, was du auch hast. Mal gucken, wie das ist. Einfach nur mal zum Testen. Ach, das ist doch gemein, ey. Wieso? Ja, weil ich das gerne gleich testen würde, die Waffe. Und nicht erst noch eine Runde warten müssen, bis ich jetzt die Waffe dann kaufen kann. Hast du zu spät gedrückt, oder was? Nein. Aber wenn ich die Waffe... Ich kann ja jetzt die Waffe nicht kaufen. Ich kriege ja erst Geld am Ende der Runde. Ah! Ja, dreh dich um! Dreh dich um! Muschi Klaus! Wir sollen verteidigen, Freund. Ja, ja, tu ich doch. Ich verteidige dich mit meinem Leben. Vom Feind erfasst, was? Oh, hast du einen Raketenwerfer. Wie mega geil ist das denn? Ich hab keinen Raketen. Boah, ist die schnell, die Waffe, aber die zieht ja ordentlich weg. Die zieht ja ordentlich weg. Was sind hier die Feinde? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Boah! Waffe, übel! Geh hin, an das Geschütz! Oh Gott, Granaten kommen! Oh Gott, ich bin tot. Aiden B hat mich gekillt, die Granate kam. Ah, ich bin hinter dir. Hallo!
Kann ich irgendwie ein AT-AT spielen? Kann ich zwei AT-AT spielen? Nein. Kann ich fünf AT-AT spielen? Nein. Also ist total sinnlos. Ist ein kompletter Bodenkampf, oder? Nee, aber du kannst schon AT-AT spielen, keine Ahnung, wo der ist. Nur egal, ich will nicht so ein Ding, will ich jetzt hier gerade. Das macht gerade Spaß hier am Boden. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Denn du bist. Oh. Ich bin ja echt begeistert, kein Witz. Ich habe gerade mit meiner neuen Waffe habe ich echt viel Spaß. Aber ich wurde gerade von einer Panzerfaust getroffen. Das macht keinen Spaß. Bin hinter dir. Was ist denn los mit den Leuten hier? Das gibt's doch gar nicht. Die sind nervös. Die stehen hier echt. Was, bist du adipös? Nein, die sind nervös. Nein, nervös. Boah, die werfen nur noch Granaten, die kleinen Vollpelze. Oh Mann, ich krieg ja gar nichts zu Potter, ey. Das ist ja wieder Wahnsinn hier. Wo ist das, was wir dort übernommen? Wir kommen los, ran mit uns. Oh, wir haben fast einen Verlust. Wir müssen zum Verlust. Da bin ich doch gerade auf dem Weg. Granate kommt. Verteidig diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht dem Rebellen. Jawohl, Sir. Oh, der hat mich mit einer Panzerfaust. Nummer 1 Gamer, der ist gut, der Typ, ey. Ich glaube, der spielt jeden Tag. Von morgens bis abends und dann schläft er kurz eine Stunde und dann zockt er weiter. Wir sind aber hier wieder am Verteidigen. Bleib einfach hier. Ja. Ich hole mir aber eben kurz das Ding hier. Ja, du bist ja gar nicht mehr bei mir. Wo bist denn du schon wieder? Meine Fresse. Mit dir kann man aber auch Teamplay machen. Doch, das du bist ist der hinter Wahnsinn. Mir, da. Ja, jetzt bin ich hinter dir. Ja, ja. Weil ich gestorben bin. Ja, ich auch. Du schreist noch verteidigen, verteidigen, verteidigen. Mhm. Ja, ich habe den Gamer Nummer 1 getötet. Das ist so schön. Ich habe mich gerecht für meine Qualen, die er mir angetan hat. Angetötet. Oh, der hat mich getötet. Wie das denn? Ach nee, das war ein anderer. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich mich zu dir porten? Nein, du komm mal wieder ins Game. Ich will mich zu dir porten. Ich bin doch schon lange im Game. Warum kann ich mich nicht zu dir porten? Mann, diese komische Partnersuche, die funktioniert überhaupt nicht. Wozu hat man denn... Oh, jetzt wurde ich vom Flugzeug getötet. Oh. Für einmal will ich nochmal ganz normal töten hier. Nein, nein, nein. Hier, dreimal los hier rüber zum Verlust. Dreimal rüber zum Verlust. Mm. Ich komm. Zweimal steht da. Ja, jetzt? Heißt das, zwei Mann sollen da hin oder was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Achtung, Onkel. Ja, hast gesehen, wo es herkommt, ne? Schießen ab. Ja, ich hab's gesehen. Boah. Alter, ich werd hier von allen Seiten belümmelt hier. Boah, die Waffe ist ja mega genial, ey. Also, jetzt kann ich mir wieder zu dir porten. Ist komisch, vielleicht darf man das nicht so oft. Dass die dann sagen, so nach dem Motto... Ist doch Quark. Muss doch funktionieren. Aufpassen, Lümmel. Oh mein Gott. Oh, ich sehe, wo du wohnst. Ich sehe, wo du bist. Ich sehe, was du machst. Und hör doch mal auf, immer so einen Quatsch zu singen, Mann. Ja, ich muss die wegknallen. Was soll ich denn machen? Nun, da brauchst du nicht immer zu singen. Das ist kein Quatsch, das ist absolut. Kannst du einfach mal die Fresse halten? Koordination war das. Ich habe die Gegner verwirrt. Kannst du einfach mal die Klappe halten, wenn du nicht zuerst. Ich muss die Gegner verwirren mit meinen Gesänge. Du wirst doch mich. Bist du dir ganz sicher? Mit dem Quatsch. Was? Das ist ordentliche, komponierte Songs sind das. Ja, ich bin zwar für... Mein Casting war 6 Stunden lang. Mann! Orbitalangriff und ich bin mittendrin. Nein, ich will nicht sterben. Ja, da musst du wegrennen, wenn dort ein Ja, ich bin ja schon raus. Ich hab alles ist okay. Ich hab's überlebt. Keiner konnte mir was tun. Du guckst genau zum Gegner und schießt dich um. Ne? Dann kannst du weiter. Doch, ich hab den da weggesniped. Was ist denn da los bei dir? Rakete im Anzug. Oh, da drüben, der wird angegriffen. Los, schnell rüber zum 5-mal. Los, ab, 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 ab. Ich komm. Obwohl wir das hier eigentlich auch mal verteidigen müssten, ne? Ah, fuck, fuck, Alter. Ja, komm, wir gehen rüber. Warte, den kann man noch helfen, ja. Den müsste ich doch schnell weg. Oh,
Granate. Nein, 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 nein. Ich will das nicht hören. Spät also. Oh, geil, der wurde gerade gerecht. Der hat mir abgeballert und dann kam so eine Granate angeflattert. Tja, jetzt haben wir nur noch zwei Punkte. Mhm. Zweimal können wir siegen. Zweimal. Das macht mir richtig Spaß, der Modus. Ja, der ist gut. Ist halt die Jakku-Modus, ne? Mach mal wieder rumleckt hier. Lecken? Da wird jetzt sicher an einer Stelle gelaufen. Boah, ich hab grad 175 Mann getötet. Au. Das macht irgendwie richtig Spaß, das ist echt. Und jetzt müssen wir schon aufhören. Jetzt haben wir ein Modus gefunden, was richtig Spaß macht. Und jetzt müssen wir schon wieder aufhören. Ja, da kommen ja noch 1 Milliarde Parts. Machen wir auf jeden Fall nächstes Mal direkt weiter hier wieder. Mann, die komischen Verfolgungsraketen gehen mir am Piss. Ey. Ich höre nur. Und dann ist er schon da und hat mich abgelutscht, ey. Gibt's ja gar nicht. Boah, wie weit die vorrücken, ey. Was ist denn da los, ey? Leute, macht mal bitte was. Hm. Ich wurde gerade getötet und das gefällt mir nicht. Ich wurde umgemurkst, abgemurkst, weggesprengt, getötet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nein. Hinter dir. Boah, die sind aber echt übelst weit vorgerückt, die Jungs. Oh, zwei habe ich gekillt und dann wurde ich getötet. Ich hab einen Assi, Geht gut ab jetzt. Hier ist ein Zweier, ich gehe zum Zweier rüber. Jetzt hat er wieder eins, jetzt ist wieder Ruhe. Jetzt hat er wieder eins, ich gehe mal da rüber. Ein Einser und ein Zweier. Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt. Ja, will ich hoffen, dass die den besetzen. Okay, da wird eigentlich gut. Ja, ich habe einen mit der Granate gefasst. Oh, der geht. Oh, ja gut, ich habe aber Kill Assistant bekommen. Das kann ich gerade noch so durchgehen lassen, mein Freund. Die Rebellen erobern einen Kontrollpunkt. Die Rebellen sind blöde und gehen mir auf die Nerven. Oh nein! Boah, mein Lebensenergie ist schon wieder original. Original fast damage der Tod. Oh, Nummer 1 Gamer hat mich gekillt, Mann, der Typ, ey. Der riecht das schon, wo ich sitze. Der weiß schon, wo er hinschießen muss und dann liege ich, weiß, ich bin versteckt, da kommt die Granate und boom. Kapuck. Kapuck, kapuck, kapuck. Meine Fresse! Wie sie Nalko schmeckt, wie sie Nalko schmeckt. Oh. Watch it, boy. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Boah, weil die Sniper, die bringt ja auch nichts mehr, ne? Ich sniper einen voll an und dann kriegt er nur Hälfte Lebensenergie abgezogen, das war's. Boah, voll weggerührt. Bam. Oh, die sind schon bei uns hier drüben, hinter uns. Ja, ja, ich sehe schon. Oh, ihr seid so dumm. Die wollen uns übernehmen. Wir können uns nicht überheben. Hör doch mal auf, um so ein Quark zu singen, Mann. Ey, ich habe eine schwere Blaster-Serie. Erziele 10 Kills mit schweren Blastern. Cool. Du hast die Blaster... Was? Du hast eine schwere Blasenbeschwerde, ja. So oft war ich noch nie auf Klo, ja? Schwere Blasen. Schwere Blasen sind schwer. Ja, ich weiß, dass wir verlieren. Habe ich euch schon gesehen. Hä? Was zum Geier ist das denn? Oh nein! Geh weg! Stinkst! Geh weg!
Wow, wow, wow. Boah, die rücken auf einmal vor, ne? Da hast du keine Chance. Ja, boah, die Waffe, die verzieht, ne? Das ist der Wahnsinn. Boah. Also eins muss ich den Leuten ja lassen. Die wissen, wo sie hinschießen müssen. It's a beautiful fight. Hör doch mal bitte auf, was du so viel zu. Ich sing doch gar nicht, ich hab nur ein Wort gesagt. Und zwar töten. It's a beautiful fight zu 3, 4 oder. Ja, gut, ne? Das war ein Klonwort. Hat sich vermehrt. Oh Mann, was ist denn los? Warum kann ich dieses scheiß Ding nicht setzen? Oh. Oh. Ich will nicht sterben. Onkel. Mann. Ich will nicht sterben. Boah, habe ich den getötet. Wie ein Profi. Nur besser. Oh, ist das wunderschön. Rivano, ey. Nee, was soll ich denn sagen? Ich muss mich nicht mehr lustig. Einfach mal nichts sagen, wenn dir nichts einfällt. Ich muss mich motivieren. Meine Fresse, das ist kein Motivieren, das ist Nerven. Ich muss mich motivieren. Schön, aber dass du mir auf den Sack gehst dabei, das interessiert mich nicht, oder? Du musst ja gar nicht hinhören. Tu einfach so, als würde ich nicht reden, wenn ich singe. Weil dann rede ich ja auch nicht, sondern nicht singe, ne? Verstehst du? Ich hab keine Ahnung, ich hau jetzt hier. Ja, der rein. Schießt mich. Ich hab den die ganze Energie abgesaugt. Ich hätte noch 2 Schüsse gebraucht. Und was macht der Wichskopf, Dreck, Scheiß, Dreck, Mist, Uhren, Kacke? Mich abschießen. Ja! Wir haben gewonnen. Boah, mega geil, Leute. Mega geil. Mega geil. Ja. Und das war's, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. So, mein lieben Freund, ich war dran, oder? Ja. Dann würde ich sagen, mein lieben Freund, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, 27 Minuten Part, auf jeden Fall wieder ein bisschen länger. War richtig geil mit euch, mach's kurz und schmerzlos. Lasst auf jeden Fall mal Abos da bei Gamercheck EP und bei mir Revano EP, dann seht ihr noch mehr. Es werden auf jeden Fall noch übelst geile Matches und Schlachten folgen. Dankeschön fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Star Wars Battlefront. So was heißt. Bis dann. Ciao. Tschüss.